Auf der ILA 2022 stellte das DLR den sogenannten Space Mast vor. Das ist ein modulares Mastensystem für kommerzielle Weltraumanwendungen. Wichtig dabei, es sollten, ich sage mal, einen röhrenartigen und ausfahrbaren bzw. auch einfahrbaren Leichtbau ähm, Masten die aus sehr extrem dünnwandigen Kohlenstofffaserverbundstoffen äh, hergestellt wurden, automatisiert und das mit einem sehr hohen Grad an ähm, Stabilität, an ähm, ja, Fehlertoleranzen und sonstiges ähm, ja, zur Verfügung gestellt werden. Die Idee dabei ist natürlich, dass dieser Mastteil, diese Einheit, die diesen Mast aus und wieder einfährt, sehr stabil mit dem Satelliten verbunden ist, das heißt natürlich diesen Arm, der dabei ausgefahren wird, effektiv zu halten und Schwingungen und so weiter nicht erst zuzulassen. Dieses System soll nachher aus 1 bis 4 baugleichen Mastmodulen bestehen, die zu einer Einheit verbunden werden und so dem Satelliten weitere Fähigkeiten geben. Das was wir jetzt hier gerade sehen, ist das DCB. Das hat die NASA beigesteuert das ist ein sogenanntes uh, deployable composite boom äh, boom oder auf deutsch einfach ja das ist nämlich genau dieser kohlenstofffaserverstärkte kunststoff der eben genau solche röhren ausbildet der den vorteil hat dass man ihn auf eine sehr sehr kleine fläche minimieren und aufrollen kann das heißt aber auch sehr sehr gut verstauen kann eben zum beispiel an bord von einem solchen mini-satelliten und der dann ähm, bis zu 16,5 Meter nachher ausgefahren werden kann. Das Ganze hat natürlich ein paar verschiedene Anwendungsgebiete. Das eine sehen wir jetzt gerade hier, das sind die sogenannten Solar Sails. Das heißt, das Segeln nicht mit Wind, sondern mit der Energie der Sonne. Andere Möglichkeiten bieten sich natürlich auch an, zu sagen, lass uns doch einfach vielleicht etwas ähm, erweitern, das für Satelliten bauen. Zum Beispiel in Form von Funkmasten oder Videomasten, wie lasst uns vielleicht mal wieder ein Selfie machen. Aber genau die Einzelheiten dazu werden wir uns gleich nochmal in Ruhe überlegen, beziehungsweise wir werden darüber plauschen. Hat euch dieses Video bis hierhin gefallen? Bitte abonniert mich doch und schaut vielleicht im zweiten Teil mal rein, falls ihr nicht live dabei seid. Ich verlinke euch auf alle Fälle. Bis dahin. Habt immer eine Handbreit Luft unterm Hintern und wir plauschen miteinander.